Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen Fall aus Frankreich. Eigentlich gehört er auf den anderen, auf den internationalen Kanal, aber irgendwie hat er sich bei dem ersten Video auf diesen Kanal verirrt. Ich fasse nochmal kurz zusammen, worum es geht und dann geht's zu den News. Am Samstag, dem 23. September 2023, also seit fast einem Jahr, ist die 15-jährige Lina auf dem 3 Kilometer langen Fußweg vom Bahnhof des Ortes Saint-Blaise-la-Roche im französischen Elsass verschwunden. Sie hatte geplant, zu ihrem Freund nach Straßburg zu fahren. Dort kam sie allerdings nicht an. Nach einiger Zeit konnte dann ermittelt werden, dass sie gar nicht in den Zug eingestiegen ist. Tao, das ist der Freund von Lina. Der hatte auf dem Bahnhof in Straßburg gewartet. Sie hatten geplant, in ein Restaurant und einkaufen gehen zu wollen. Und noch bevor der Zug, in dem Lina sitzen sollte, in Straßburg ankam, habe er gespürt, dass da irgendetwas nicht stimmte. Er sagte, ich habe ihrer Mutter geschrieben, dass sich etwas bizarr anfühlt. Denn Lina habe nicht mehr geantwortet und sei auch nicht mehr an ihr Handy gegangen. Die letzte Nachricht gab es gegen 11.15 Uhr, und zwar ein Video von ihr, welches sie auf dem Weg zum Bahnhof gemacht hatte. Nachdem Lina nicht aus dem Zug gestiegen war, verständigte er die Polizei. Und die Staatsanwältin von Saverne, Aline Clairaut, sagte, zwei Zeugen hätten Lina noch auf dem Weg zum Bahnhof gesehen. Und etwa zur gleichen Zeit habe ihr Telefon keine Signale mehr gesendet. Direkt nach dem Verschwinden haben dann 400 Leute sich an der Suche nach Lina beteiligt. Die Polizei suchte mit Hubschraubern, Hunden sowie Drohnen und auch Taucher der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei suchten vergeblich nach ihr in einem Teich. Dieser Teich lag auf dem Weg zum Bahnhof. Und wie bei den meisten Fällen, insbesondere bei vermissten Frauen, wird zunächst jemand aus dem nahen Umfeld verdächtigt. Und in dem Fall traf es dann ihren Freund Tao. Es wurde dann überprüft, inwieweit er möglicherweise in das Verschwinden von Lina verwickelt sein könnte. Das Dumme daran war nämlich, am Tag nach Linas Verschwinden war auch das Handy von Tao verschwunden. Er konnte es nicht mehr finden. Und gegenüber seiner Familie hatte er erklärt, dass er es versehentlich in einen Gullideckel habe fallen lassen. Das hörte sich natürlich schon sehr komisch an. Aber das Smartphone wurde dann doch plötzlich in einer Garage beim Verwandten sichergestellt. Die Ermittler fanden dann auf dem Handy ein Video, eben dieses Video, das Lina kurz vor ihrem Verschwinden aufgenommen hatte. In dem Video ist sie an einer Straße zu sehen, die von der Polizei damals bereits mehrfach auf Spuren untersucht wurde. Ich fühle mich gut, soll die 15-Jährige in die Kamera gesagt haben, bevor das Video endet. Laut den Smartphone-Daten wurde es um 11.20 Uhr an diesem 23. September verschickt. Wenige Minuten, bevor die Ermittler das Signal der 15-Jährigen nicht mehr orten konnten. Die Ermittler gehen davon aus, dass Lina nie in den Zug nach Straßburg gestiegen ist, sondern kurz zuvor von einem Unbekannten im Auto mitgenommen wurde. Tao konnte es nicht gewesen sein, denn Bilder und Kameraaufnahmen vom Bahnhof in Straßburg zeigten ganz klar, dass er sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Bahnhof in Straßburg befunden hat. Ich vermute mal ganz stark, dass Tao irgendwie komplett nervös geworden ist, als er das Gefühl bekam, dass die Ermittler ihn verdächtigten. Er aus Panik sein Handy nicht mehr finden konnte und dann frei irgendwas erfunden hat und einfach gesagt hat, ja, das ist mir ein Gullideckel gefallen. Ich denke mal, das ist der Grund, warum er diese Aussage getätigt hat. Zu seinem Glück wurde das Handy ja noch bei Verwandten gefunden. Ein örtlicher Bewohner mit dem Namen Robert sah die Jugendliche noch am 23. September, also dem Tag des Verschwindens. Er sagte, dass Lina in einem dunklen Auto saß und in Begleitung eines Mannes war. Dieser war zwischen 20 und 40 Jahre alt. Lina habe ihm, also dem Robert, zugewunken und sich völlig normal verhalten. Er konnte nichts Verdächtiges feststellen und auch den Fahrer des Fahrzeugs beschreiben. Er betonte jedoch, dass es das erste Mal war, dass er diesen Mann gesehen hat. Und dann hieß es noch, ein Dorfbewohner wollte Lina mit einem Mann in einem blauen Renault Clio gesehen haben. Das Auto konnte bis heute nicht ermittelt werden. Groß angelegte Suchaktionen von Polizei und Privatpersonen
blieben ergebnislos. Ich vermute mal, dass es die gleiche Sichtung war wie die des Roberts, also dass hier nochmal die Sichtung von dem Robert da beschrieben wurde. Genau sagen kann ich es aber nicht. Ein halbes Jahr nach dem Verschwinden von Lina nahm Fahnder dann drei Verdächtige fest. Die Ermittler wurden durch widersprüchliche Zeugenaussagen auf das Trio aufmerksam. Von einem Durchbruch wollten sie damals aber noch nicht sprechen. Ein Paar sowie ein Mann seien am Dienstagmorgen in Polizeigewahrsam genommen worden, berichtete die Zeitung Le Parisien und weitere Medien unter Verweis auf die Ermittler in Straßburg. Der Polizei geht es demnach darum, Widersprüchlichkeiten bei den Zeugenaussagen der drei aus der Region stammenden Menschen zu klären. Das Paar sei vorgeladen und der Mann war sich zu Hause festgenommen worden. Ebenso seien vier weitere Zeugen zu einer erneuten Vernehmung vorgeladen worden, berichtete Le Parisien. Und anscheinend 8 Tage nachdem Lina verschwunden war, starb ein Ex-Freund von ihr. Der 22-Jährige war mit 185 Kilometern die Stunde auf einer Landstraße geblitzt worden. Auf der Flucht vor der Polizei hatte er die Kontrolle über seinen Dreier BMW verloren. Ermittlungen zu seinem Tod ergaben aber keinen Zusammenhang mit Linas Verschwinden. Also ich habe nochmal versucht, ein bisschen weiter zu recherchieren. Ich habe dazu jetzt aber auch nichts weiteres gefunden. Also es könnte dann tatsächlich ein Unglücksfall gehandelt haben, der sich eben in diesem Zeitraum ereignet hat. Und dann wurde noch was Interessantes bekannt. Denn Lina hatte 2022, also ein Jahr vor ihrem Verschwinden, Anzeige wegen Vergewaltigung gegen zwei damals 20 Jahre alte Männer erstattet. Die damals 13-jährige Lina soll im Frühjahr 2022 eine Nacht im Hause eines Freundes verbracht haben. Und auch die beiden beschuldigten Männer sollen zu der Zeit dabei gewesen sein. Ermittlungen führten seinerzeit aber zu keinem hinreichenden Tatverdacht. In einem anderen Artikel heißt es, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt, also die Lina, noch keine 14 Jahre alt war, wurde das Verfahren eingestellt. Und das führte damals natürlich zu Spekulationen. Lina könnte eventuell untergetaucht sein. Im Fernsehen flehte ihre Mutter Fanny: Lina muss zurückkommen. Ich muss sie wieder in meinen Armen halten. Ja, vielleicht hatte sie Furcht eben deswegen, dass die beiden Männer, die sie angezeigt hat, ihr jetzt etwas antun können. Ja, und jetzt haben wir mittlerweile DNA-Spuren der 15-jährigen Lina in einem untersuchten Auto gefunden. Die französische Gendarmerie habe ein Fahrzeug ermittelt, welches sich zum Zeitpunkt des Verschwindens von Lina in der Nähe aufgehalten hatte. Darin wurden Spuren gefunden, die sich einwandfrei Lina zuordnen lassen. Das teilte die Staatsanwaltschaft von Straßburg am Freitag mit und hofft, dass diese zu einem Durchbruch in dem Fall führen werden. Die gefundenen Beweisstücke sollen nun dabei helfen zu ermitteln, unter welchen Umständen Lina im vergangenen Jahr in das Auto eingestiegen ist. Dass das Auto mit Linas DNA-Spuren gefunden wurde, sei Zeugenaussagen zu verdanken, nach denen sich die Gendarmerie nach mehreren Fahrzeugtypen umsah. Dabei geriet der jetzt entdeckte Wagen in den Fokus der Einsatzkräfte. Angeblich suchten die Fahnder seit längerer Zeit danach, ehe sie ihn jetzt in Südfrankreich entdeckt haben. Nach Informationen der Zeitung Le Parisien habe die Person, die zum Zeitpunkt von Linas Verschwinden das Auto gefahren hat, noch nicht identifiziert und vernommen werden können. Ob es darüber hinaus zu Festnahmen gekommen ist, ist bisher nicht bekannt. Das ist der Fall noch einmal zusammengefasst und die entsprechenden News dazu. Es war ja lange Zeit sehr, sehr ruhig in dem Fall. Also ich habe immer wieder mal reingeschaut, aber man hat kaum Informationen gefunden. Ich habe natürlich auf französischen Seiten geguckt, aber auch dort war es dann sehr, sehr still. Und deswegen war es jetzt auch sehr überraschend, dass es jetzt diese Meldung gab mit den DNA-Spuren. Ja, und zusammengefasst habe ich den Fall nochmal kurz, weil ich denke, dass viele von euch gar nicht mehr wussten, um welchen Fall es geht, beziehungsweise was in dem Fall bisher passiert ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.